Wir sprechen heute über das nagelneue Rocky Mountain Powerplay, also sowohl das Altitude als auch das Instinct. Superstarkes EMTB, wir konnten es bereits proberollen und wir haben auch mit dem Flo von Rocky Mountain darüber gesprochen. Ich erzähle euch alles, was ihr zu dem Bike wissen müsst und auch, warum ich hier sitze und ihr das Rad gerade nicht seht. Bis gleich. Okay, gleich mal zu Anfang. Ihr fragt euch bestimmt, warum sitzt er da und wo ist das Fahrrad? Offensichtlicherweise ist das Fahrrad nicht hier. Liegt ganz einfach daran, dass wir uns vor 2-3 Wochen relativ spontan mit dem Flo von Rocky Mountain getroffen haben, der uns angerufen hat und gefragt hat, hey, ich habe hier das neue Powerplay frisch aus dem Karton, habe nicht viel Zeit, aber wollt ihr es euch kurz angucken? Haben wir natürlich nicht Nein gesagt, aber wir hatten damals kein Presskit, keine Infos, wir wussten gar nicht, was uns erwartet. Deswegen haben wir uns das Rad angeschaut. Ich konnte damals aber einfach nichts wirklich vor der Kamera zu dem Rad sagen, weil ich es auch just in dem Moment erfahren habe. Zum Glück hat sich der Flo hingestellt und mit dem Bike ein bisschen was erzählt. An den übergebe ich jetzt auch gleich, aber bleib unbedingt dran, weil inzwischen habe ich alle Infos, ich habe die Preise, ich habe die Tech-Specs zu dem Rad. Ich komme also nach dem Flo nochmal von hier und erzähle euch, was ich darüber hinaus wichtig und spannend finde an dem Rad und versuche es auch so ein bisschen einzuordnen. Also jetzt erstmal ab zu dir, Flo. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von VeloMotion. Mein Name ist Florian Konieczko von Rocky Mountain und ich darf euch heute ein weiteres Schmuckstück von Rocky Mountain eben vorstellen. Unser neues Powerplay. Hier zu meiner Linken das neue Altitude C70 mit, was soll ich sagen, kompletter Neukonstruktion. Wir haben einen neuen Motor in der 4. Generation. Wir haben ein leiseres Rad. Für diejenigen, die es bisher schon gefahren sind, haben immer ja, so ein leichtes Kettenrasseln gehört, so ein Reiben an der Kettenführung und sowas. Glaubt mir, es ist komplett weg. Ihr werdet es lieben. Der Motor ist 755 Gramm leichter geworden, hat die gleiche Power mit 108 Newtonmeter. Und für all diejenigen, die, ja, sagen wir mal, nicht unbedingt eine Garage haben mit Steckdose, sondern ihr Rad zu Hause in der Wohnung, WG, wie auch immer, laden müssen, der Clou, wir haben eine herausnehmbare Batterie. Das bedeutet, die wird unten mit einer Schraube gefixiert, eine Schutzkappe noch mit dran, eine Abdeckkappe sozusagen. Das abgemacht, Stecker gezogen, können die Batterie rausnehmen und zu Hause neben dem Bett mit einem Ladegerät ohne Lüfter, somit auch sehr leise, laden. Und binnen guten 3 Stunden habt ihr einen vollgeladenen Akku. Des Weiteren haben wir bisher ja immer Apps gehabt für das Rad zum Steuern. Fällt komplett weg. Ihr könnt euer Handy im Rucksack hinten lassen. Wir haben jetzt hier immer noch ein iWalk, allerdings in einer viel, viel kleineren Dimension und quasi nur noch als Steuergerät, weil der Jumbotron, wer Eishockey kennt, weiß, dass Jumbotron dieser Würfel oben über dem Spielfeld ist und auch ein weiteres Indiz dafür, dass es ein vollkommenes kanadisches E-Bike ist, in dem Fall auch Powerplayer sowieso, haben wir ein Jumbotron bzw. ein Display im Oberrohr verbaut, über das alles gesteuert werden kann. Das bedeutet, ihr könnt Fahrmodis, also Unterstützungen, wie schnell soll das Rad fahren, beziehungsweise wie viel Unterstützung gibt das Rad euch, damit einstellen. Ihr seht, was für eine Kurbelumdrehung ihr habt, damit ihr in einem perfekten Range seid, wo die Batterie am wenigsten benötigt von der Power. Zusätzlich ihr aber genau wisst, wie weit kann ich Vollgas geben, um die perfekte Performance vom Rad zu bekommen. Des Weiteren Akkuladegerät bzw. Akkustatus natürlich auch. Und glaubt mir, es gibt eine Menge, was ihr mit dem Rad anstellen könnt und einstellen könnt. Was haben wir denn sonst noch neu? Die Sachen oder die Einstellungen, wie bisher beim Instinct und auch beim Altitude, 10 mm Kettenstreben, Verlängerung bzw. Verkürzung am Hinterrad, am Hinterbau, haben wir auch beim Powerplay genauso gemacht. Und geändert haben wir vom Ride 9 aufs Ride 4 System, um euch schneller in die beste Performance des Rades reinzubekommen, um das Love the Ride Feeling richtig zu erleben. Was gibt es sonst noch zu sagen? Dicke Schlappen brauchen natürlich auch dickes Fell, sage ich jetzt mal. Wir haben Double Down Reifen vorne und hinten verbaut, Assegai, DHR hinten, und der Clou ist, für
jedes Altitude serienmäßig ist auch Kaschkor verbaut. Also von dem her, falls ihr doch mal wirklich einen Platten haben solltet, kommt ihr dennoch immer noch sicher unten an, kurz flicken und Love the Ride Feeling erleben, weil ihr das gleiche wieder machen könnt. Die Hunde sind auch schon mega begeistert davon. Ich hoffe, ihr auch. In dem Sinne, einen schönen Nachmittag, schönen Abend, gute Zeit, viel Spaß mit einem neuen Powerplay. Euer Flo. Ciao. So, nachdem euch der Flo jetzt zumindest grob ins Bild gesetzt hat, komme ich nochmal. Also zunächst vielleicht an diejenigen, die so mit dem ganzen Rocky Mountain Ökosystem nicht so richtig vertraut sind. Die Powerplay-Räder bezeichnen sich so, also Powerplay ist eigentlich der Überbegriff für die E-Bikes und E-MTBs im Portfolio. Das heißt, wenn es ein neues Powerplay gibt, gibt es das für verschiedene Modelle. Zunächst beim neuen Powerplay ist es so, es gibt sowohl das Altitude als auch das Instinct. Dabei ist das Instinct eher so das All-Mountain-Trail-Bike im Portfolio mit 150 mm Federweg vorne, 140 hinten. Das Altitude ist das Vollgas-Bike mit 170 mm vorne und 160 hinten. Ansonsten von der Plattform her und der Rahmen und so weiter sind die Räder sehr, sehr ähnlich. Auch beim Antrieb gibt es keine Unterschiede, zumindest keine, von denen ich jetzt momentan weiß. Und apropos Antrieb, der Flo hat es ja schon gesagt, der ist eigentlich komplett neu, dieser Dynamy 4.0. Und ich finde es super interessant, weil Rocky eigentlich so die zwei, drei größten oder Hauptkritikpunkte an dem Antrieb angegangen ist und zumindest im ersten Eindruck wirklich auch ausgemerzt hat. Da wäre zum einen Lautstärke. Der Antrieb selbst war vorher schon, beziehungsweise der Motor selbst war vorher schon ziemlich leise beim alten Powerplay. Aber diese Umlenkung, die sie da drin hatten, die war ziemlich laut jetzt gerasselt, vor allem wenn die Kette ein bisschen dreckig war, was beim Mountainbike halt mal passiert. Dadurch, dass die jetzt wegfällt, ist das Rad wirklich super leise. Also ich bin es jetzt wirklich nur auf dem Parkplatz so ein paar Meter gerollt. Liegt daran, dass es ein non-rideable Sample war, also der Antrieb und so weiter hat funktioniert. Aber ja, auf dem Trail hätte man damit nicht gehen sollen. Aber wie gesagt, ich konnte es schon ein paar Meter rollen und auch treten, auch mit dem Antrieb. Und da war es wirklich flüsterleise, selbst in der höchsten Unterstützungsstufe war ich wirklich überrascht davon. Aber wie gesagt, die wirklichen Praxistests kommen noch. Erster Eindruck, top. Also Lautstärke sind sie angegangen. Zweitens haben sie das Thema Akku neu gedacht. Der ist ja nicht nur größer geworden. Der alte hatte, glaube ich, so 680 Wattstunden oder so. Der neue hat 720, ist jetzt kein Riesenschritt. Was meiner Meinung nach viel wichtiger ist, ist, dass der neue Akku jetzt endlich entnehmbar ist. Funktioniert ähnlich wie beim Levo, dass man ihn quasi so am Tretlager nach unten rausziehen kann. Ist jetzt nicht super praktisch, also gibt es sicher schönere Lösungen, aber großer Akku und so weiter. Also ich sage jetzt mal, gut gelöst. Finde ich gut, dass man ihn rausnehmen kann. Allemal besser als das, was man davor hatte. Dritter Punkt, Gewicht. Das Antriebssystem war vorher ein ganz schöner Klopper. Also sowohl Abmessungen als auch Gewicht. Und das Ding ist jetzt fast, ich glaube, 800 Gramm, 750 Gramm leichter geworden. Was dazu führt, dass das Bike, also das Altitude, Rocky selbst gibt, glaube ich, für das Rad, das ihr jetzt auch in dem Video gesehen habt, also das C70 mit Carbon-Hauptrahmen, Alu-Hinterbau, ein Gewicht von 23,5 Kilo an. Also ich sage jetzt mal, wahrscheinlich kann man so von 24 irgendwie ausgehen, was echt top ist, weil wir haben jetzt 108 Newtonmeter Drehmoment, wir haben einen großen Akku und wie gesagt, wir haben Double-Down-Reifen, also Double-Down-Karkasse plus Kaschkor. Da sind wir auch schon bei einem der Besonderheiten von dem Rad. Ich meine, es passt super gut zu Rocky Mountain. Allerdings frage ich mich, ob man es wirklich braucht. Also Double-Down-Karkasse vorne und hinten, gerade bei einem Bike mit 170 mm Federweg, finde ich super. Allerdings Kaschkor, ja, wer es ausfahren kann und wer es braucht, für den ist es super. Die Mehrheit wird es wahrscheinlich nicht brauchen, aber wir probieren das alles in der Praxis mal aus und gucken, ob wir die Double-Down-Karkasse auch ohne Kaschkor durchkriegen. Genau, last but not least, was ich auch noch kurz sagen will, die Bedienelemente und das Display finde ich top. Hat mir im ersten Eindruck super gefallen, war für mich auch wirklich notwendig, weil die alte Bedieneinheit hat zu so einem wirklich hochwertigen und auch nicht ganz günstigen E-Mountainbike nicht gepasst. Die Remote-Einheit, die Bedieneinheit ist super. Ich finde es klasse, dass viele Hersteller jetzt eben diesen Weg gehen und so eine ganz
simple Bedieneinheit bauen mit zwei Knöpfen, hoch und runter schalten, nimmt nicht viel Platz weg, man muss nicht hingucken, wo man drückt, man kann sie immer gut erreichen, ist meiner Meinung nach die allerbeste Lösung und die hat auch einen schönen festen Druckpunkt, also auch mit Handschuhen und so weiter, man weiß genau, wo man drauf drückt und wann man gedrückt hat und so weiter, habe ich nichts auszusetzen. Display im Oberrohr, sehr ähnlich wie Specialized, also auf der einen Seite ist Mastermind, auf der anderen Seite Jumbotron, klingt ein bisschen wie ein neuer Marvel-Film, aber ja, egal. Ich finde super das Display, mich stört es auch überhaupt nicht, dass das ein einfarbiges Display ist. Es ist nicht sehr gut ablesbar, ist glaube ich auch ein bisschen größer als bei Specialized, aber da nagelt mich nicht fest, das war jetzt nur mein erster Eindruck. Und Thema App, beziehungsweise das Nicht-Vorhandensein einer App, finde ich, passt sehr gut zu Rocky Mountain und das, was die Marke verkörpert. Man ist eben nicht auf eine App oder ein Handy angewiesen. Man kann wirklich alles am Rad selbst einstellen. Das mag vielleicht ein bisschen umständlicher sein als übers Handy, also gerade wenn man den Antrieb irgendwie tunen möchte und so weiter und so fort. Aber man ist eben unabhängig und jeder, der es schon mal benutzt hat, also ein Handy mit einem E-Bike zu pairen, das funktioniert oft ganz gut, manchmal funktioniert es aber auch einfach überhaupt gar nicht und das ist einfach nur nervig. Deswegen, dass man es gar nicht braucht, finde ich, ist ein wirklich guter Weg und ist ein eigener Weg von Rocky Mountain. So, ganz zum Schluss das große Finale, Thema Preis. Finde ich, ist ganz interessant, denn wir starten beim günstigsten Modell, das ist das Instinct A30, ist wie gesagt, das Instinct mit 150 bzw. 140 mm Federweg und einem Alurahmen und einer ja, eher soliden Ausstattung, aber starker Motor, großer Akku, für 5.600 Euro. Ist jetzt nicht super günstig, ist aber okay. Also in der momentanen Marktlage, ich weiß, E-Mountainbikes, E-Bikes generell, Fahrräder im Gesamten sind echt leider relativ teuer geworden. 2021, 2022, aber in dieser Marktlage finde ich, ist das ein fairer Preis. Nach oben geht es Rocky-typisch relativ weit. Die Top-Modelle liegen beim Altitude, glaube ich, bei 11.000 Euro, beim Instinct sogar bei 12.500 Euro mit Vollcarbonrahmen und eben super edler Ausstattung und so weiter und so fort. Man hat aber auch ganz interessante, ja, gehobene Mittelklasse-Modelle, so im Bereich 7.000, 8.000 Euro. Also wer auf der Suche ist nach so einem Rad, das in der Kombination relativ einzigartig ist auf dem Markt, also kräftiger Antrieb, großer Akku, dafür sehr geringes Gewicht, sehr potente Geometrien, insgesamt einfach ein rundes Konzept, der sollte sich, denke ich, das Rocky wirklich mal genauer angucken. Das werden auch wir tun, hoffe ich zumindest, aber der Flo hat uns in absehbarer Zukunft ein Testbike in Aussicht gestellt. Und dann können wir auf jeden Fall auch mehr dazu sagen. Für heute soll es das dann auch gewesen sein. Also sorry nochmal für das Durcheinander mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und es hat euch weitergeholfen. Lasst mich gerne wissen, wie ihr das Rocky so findet, das neue Powerplay. Vielleicht seid ihr auch schon den Vorgänger gefahren. Ich weiß von unseren bisherigen Rocky-Videos, dass es da draußen einige Fahrer gibt mit den Rädern. Teilt uns gerne eure Erfahrungen mit. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wie sich das Bike dann in der Praxis auch fährt. Und ja, danke euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zugucken. Wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.